City-SUVs sind im Trend, denn die Zulassungen in dieser Fahrzeugklasse haben sich seit 2015 vervierfacht. Das ist vor allem der Vielseitigkeit der Autos zu verdanken. Die Kombination aus sportlichem Offroader und komfortablem Stadtauto punktet gleichermaßen mit hohem Nutzwert und viel Fahrspaß. Der neue Seat Arona versteht sich als Antwort des spanischen Automobilherstellers auf diese steigende Nachfrage. Den Fokus hat Seat dabei eindeutig auf Sicherheit und Vernetzung gelegt, die man normalerweise nur in höheren Fahrzeugklassen erwarten würde. Hierzu gehören unter anderem das serienmäßige Umfeldbeobachtungssystem Front Assist mit Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, der Bergabfahrassistent, eine Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung sowie eine automatische Distanzregelung. Dem neuen City-SUV stehen alle Infotainment-Systeme und Technik-Features zur Verfügung, die bereits aus anderen Seat-Modellen bekannt sind, wie das schlüssellose Schließ- und Startsystem Cassie, die Rückfahrkamera, die 8-Zoll-Farb-Touchscreen sowie ein GSM-Signalverstärker und Beats-Audio-Soundsystem. Dank Apple CarPlay, Android Auto und Mirrorlink ist der neue Seat Arona selbstverständlich jederzeit vollständig vernetzt. Der Innenraum bietet je nach gewählter Ausstattungsvariante zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. Um dem Fahrer das Leben zu erleichtern, ist das Cockpit komplett auf ihn hin ausgerichtet. Die erhöhte Sitzposition bringt eine bessere Übersicht über den Verkehr, zum anderen wird der Ein- und Ausstieg erleichtert. Für Abstecher ins Gelände bietet der Arona mehr Bodenfreiheit, für die Insassen auf den vorderen und hinteren Plätzen mehr Raumkomfort. Im großzügigen Laderaum lassen sich auf 4 Metallhaken ein Gepäcknetz befestigen. Bei umgeklappter Rückbank entsteht eine ebene Ladefläche. Alle Motoren verfügen über Direkteinspritzung, Turboaufladung und eine Start-Stopp-Automatik. Zur Auswahl stehen 2 verschiedene Benzinmotoren. Als Einstieg steht der 95 PS starke Dreizylindermotor in Kombination mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe parat. Dieser Motor ist auch in einer 115 PS Version erhältlich und kann optional mit einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden. Auf Seiten der Dieselmotoren werden der effiziente und praxiserprobte 1,6 TDI in Leistungsstufen zu 95 PS und 115 PS angeboten. Für besonders sportliche und dynamische Fahrer steht wie immer bei Seat die FR-Variante bereit. Sie bietet ein adaptives Fahrwerk und eine eigene Designlinie.